Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Symbol 4, der Danny Spitters. Wir befinden uns hier mit unserem IC auf der Strecke, linke Rheinstrecke Koblenz-Mainz, Mainz-Koblenz, und haben die Aufgabe, diesen IC 1912 mit dem Ziel Norddeich-Mole bis Koblenz zu fahren. Und dies ist ein Szenario aus dem Creators Club, das erste, und von dem guten Tom Fresco. Und ich habe mir gedacht, wir machen das heute einfach mal, inspiriert durch das Repaint, das ich euch gleich zeigen werde, und durch das Video von Train Simplay. Schöne Grüße an dieser Stelle, der das noch ohne dieses Repaint gespielt hat. Habe ich mir gedacht, machen wir das auch mal. Und ja, da habe ich mir gedacht, machen wir das einfach mal. Zu dem Repaint kommen wir jetzt, denn das wurde abgedatet, das ganze Szenario, und wurde dann mit diesem Repaint hier versehen. Und zwar für den Steuerwagen 50 Jahre Intercity. Wo ich sagen muss, wirklich, es sieht wunderschön aus. Das mal an dieser Stelle muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, Cat Gaming und Tom Fresco haben da ihre Finger im Spiel, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Alles im Positiven natürlich gemeint. Machen wir mal ein schönes Foto davon. Und wie gesagt, dann würde ich sagen, starten wir, und zwar damit, dass wir hier erstmal die Türen öffnen. Dazu müssen wir natürlich hier den Richtungswender einlegen. Dann müssen wir die Türen öffnen. Das ist geschehen. Dann müssen wir das wieder rausnehmen. So, denn wir müssen noch in die Lok rein. ZWS einstellen. Das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. So, ihr seht, die Türen wurden geöffnet. Das ist wunderbar. Dann gehen wir mal schnell zur Lok, weil wir dann nämlich noch die ZWS umstellen, einstellen müssen. Sonst schiebt uns die Lok nicht, und das wäre eher schlecht. Ihr seht da oben, dieser Zug fährt laut Plan um 8.15 Uhr ab. Da haben wir noch 5 Minuten, nicht mehr ganz. Da müssen wir uns ein bisschen sputen jetzt, weil wir müssen gleich auch noch die Zugdaten eingeben. Dazu kommen wir gleich. Das sind nämlich auch vorgegeben, ne, in diesem Szenario. Da müssen wir mal kurz hier in die Lok einsteigen. Das ist nämlich hier in dem Führerstand. Sind wir kurz rein. Und da müssen wir hier oben. Ihr seht das hier, das ist nämlich noch auf 0. Da müssen wir den Schalter einmal nach links auf ZWS umstellen. Das war's schon. Dann sind wir hier durch. Können die Tür wieder schließen. Können wieder zurückgehen. Und da muss ich mal kurz mein Handy zu Hilfe nehmen und mir mal kurz die Zugdaten ansehen, die ich hier gleich einstellen muss. Es ist nämlich die 9, 18, 26, 20. Die sind nämlich wirklich in diesem Szenario vorgegeben, die Zugdaten. Und deswegen müssen wir die jetzt gleich hier eben noch eingeben, damit wir dann auch die PZB und die SIFA und so weiter nutzen können, und die LZB, und damit wir dann auch die Geschwindigkeiten fahren können, die hier gleich auch dann auftreten werden. Das machen wir jetzt mal. Und zwar, wie gesagt, die 9, 18, 26, 20. Das ist einmal zack, 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 zack. 9, 18, 26, 26, 20. So, dann senden wir die Zugdaten. Zack. Dann setzen wir uns hier hin. Dann müssen wir auch noch den Zug anmelden. Und das wird an diesem hier gemacht, an diesem System, und zwar Zugdaten, Zugnummer, dann ist das die der 19 12 nach Norddeich-Mole. Das prüfen wir jetzt mal ganz kurz, aber das müsste der eigentlich sein. Ja, IC 19 12 Norddeich-Mole. Gut, dann können wir hier wieder den Richtungswender einstecken und nach vorne verlegen. Da müssen wir auf jeden Fall noch die Zugsammelmaschine einstellen. Ihr habt gesehen, der Leuchtmelder hier ist ausgegangen, sonst kommen wir nämlich nicht vorwärts. Und wir müssen den Bremsschlüssel noch entriegeln. So, dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit.
haben jetzt noch gute 2 Minuten, bis wir abfahren können. Das gibt uns die Gelegenheit, uns vielleicht noch, wenn wir es hier im Automat haben, was zu essen zu besorgen oder einen Kaffee oder irgendwie sowas, weil es ist ja doch schon noch früh, 8:13 Uhr. Da sollten wir uns jetzt irgendwas hier besorgen. Wenn hier was zu finden ist, heißt das, sieht aber aktuell nicht danach aus, als ob wir jetzt Glück haben, dass wir hier auf der Stelle was finden. Nee. Ich glaube, da haben wir Pech. Ich glaube auch nicht, dass jetzt hier unten irgendwas ist. Nee, dann haben wir halt Pech. Haben wir halt keinen Kaffee und nichts zu schlickern. So halt ohne fahren. Dann ist dem halt so. Kann man jetzt auch nichts dran ändern. Wir haben in 1 Minute Ausfahrt. Sollten wir uns zu unserem Platz begeben. Und dann auch ausfahren. Wir haben heute die Halte Bingerbrück, Boppard und schließlich Koblenz, an dem wir halten werden. Schieben wird uns natürlich die BR101 Expert. So, wir steigen ein. Schließen hier die Türe. Müssen natürlich noch die Zugspitzensignale einstellen. So, das haben wir auch erledigt. Dann können wir uns hinsetzen. Hier sind natürlich normalerweise müssten die Rollen gleich oder müssten eigentlich runter sein. Warum sie das jetzt nicht sind? Na egal, lassen wir das. Wir haben jetzt auf jeden Fall Ausfahrt. Das heißt, wir schließen die Türen. Und dann haben wir Ausfahrt. Wunderschön. Lösen die Bremse und haben 27 Kilometer bis Bingerbrück. Auf geht's. Können Sie befreien? So, ab und zu mal die Sichtfahrt drücken. Wunderschön, wunderschön. 80 nach wie vor. So, das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall abschalten. So. Steht ein anderer IC. Wie gesagt, das Repaint und das Szenario gleichermaßen zu finden im Creators Club. Cat Gaming, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, Tom Fresco ist der für das Szenario zuständig ist. Und ich glaube, Cat Gaming ist für das Repaint zuständig. Ich kann euch aber auch gerne die Links unter der Videobeschreibung packen. So, wir dürfen mittlerweile 100. Das kann ich gerne tun, damit ihr das dann auch findet. So, irgendwo kam aber auch gleich eine sehr gemeine Stelle. Ich habe das in der Probe schon mal gehabt. Da kam auf einmal ein rotes Signal und ein 500-Hertz-Magnet. Und so schnell hatte man gar nicht Zeit, runter zu bremsen. Und zack, hatte ich den Zwangsinn. Ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal vorkommt. Ich hoffe nicht. Nach wie vor 100. Ich glaube, wir bleiben jetzt auch erstmal bei 100, selbst wenn wir gleich 160 fahren dürfen, könnten, sollen. Da kommt der Gegen-IC. Ach, jetzt haben wir.
Scheiße. Ah. Jetzt haben wir die Sifa. Das ist doch ein. Ah, die hört man draußen auch nicht. Das ist echt ein Problem. Nee, gar nicht. Was ist jetzt, die Sifa oder die PZB? Ne, PZB kann ja nicht. Egal, ich weiß es nicht. Ich glaube, das war eher die Sifa, dass wir die nicht gedrückt haben, weil wir die draußen nicht hören. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Das ist wirklich ein Nachteil, muss ich ehrlich sagen, dass man die Sifa draußen, wenn man Außenaufnahmen macht, wirklich nicht hört. Aber das geht auch, also es ist meine Meinung auf jeden Fall. Na egal, vielleicht sind wir jetzt dem roten Signal etwas ausgewichen, dass wir das gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Weil wir jetzt einen Stopp hatten, glaube ich zumindest. Also wenn ihr Außenaufnahmen macht mit diesem Zug, dann auf jeden Fall sehr auf die Sifa drücken, weil die hört ihr draußen einfach nicht. Und ruckzuck habt ihr eine Zwangsel. So, noch ist nichts von dem roten Signal zu sehen. Das ist ganz gut. Vielleicht sind wir der jetzt dem wirklich ausgewichen. Dann bremsen, 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 bremsen. Da kommt das rote Signal nämlich. Da müssen wir jetzt ziemlich schnell aktiv werden. Warten wir erstmal, bis wir jetzt ein paar Signale hier passieren. Weil, wie gesagt, in der Probe war ich zu schnell und dann konnte ich nicht mehr rechtzeitig bremsen. Hatte dann natürlich eine Zwangsbremsung. Deswegen fahren wir jetzt ein bisschen langsamer. So, das ist noch kein gelbes Vorsignal. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt weiter verhalten wird. Warten wir das nächste Signal ab, würde ich sagen. Wenn das ein gelbes Vorsignal ist, wissen wir Bescheid. Wenn das grün ist, hat sich das rote Signal auch verflüssigt. Es sieht aber wirklich so aus, als ob das nächste gelbes Vorsignal. Ihr seht das. Also haben wir nach wie vor rot und das rote Signal ist jetzt auch sichtbar im Streckenmonitor. Ah, sehr schön. So, jetzt ist es, glaube ich, jetzt hat sich es in dem Moment aufgelöst. Das heißt, wir können wieder aufschalten. Wunderschön.
So, dann haben wir noch 20 Kilometer bis Bingerbrück, unseren ersten Halt. So gesehen war die kleine Sieferzwanse doch zu was gut. Da braucht man nämlich nicht am roten Signal anhalten, weil wir genau die Zeit, die wir bei der Sieferzwanse gebraucht haben, genau passend war, dass wir dem roten Signal mehr oder weniger ausgewichen sind, hätte ich fast gesagt. Also es hat genau gepasst vom Timing her, dass der Güterzug schon durch war, bevor wir an dem roten Signal waren. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, hier wartet eine Vectron natürlich. Zuglok. Wieder ein rotes Signal. Es ist wieder grün. Also irgendwas blockiert uns hier. Ich hoffe nur, das zieht sich jetzt nicht durch das ganze Szenario. Da habe ich echt keine Nerven zu. Das mit den roten Signalen ist wirklich ein bisschen nervig. Also irgendein Regionalzug wird uns hier wohl im Weg sein oder ein Güterzug oder sowas in der Art. Ich weiß es nicht. Ah, seht mal, 218 als Regionalexpress, sehr schön. Sehr, sehr nice. Ein paar Meter können wir schon noch rollen. Müssen Sie auch sehen vom Führerstand aus, wenn es wieder grün wird. So 120 Meter weg ist vielleicht doch ein bisschen weit weg.
Ah, seht mal, wir brauchen gar nicht stehen bleiben. Wir rollen einfach erstmal über das Signal drüber weg. Gucken, was passiert. Das nächste Signal rot. Das ist das Szenario der roten Signale anscheinend. An diesem frühen Morgen. So, es ist grün. Aber 45 sollten wir trotzdem nicht überschreiten. Sind immer noch PZB beeinflusst. Noch konnten wir uns nicht befreien. Jetzt gleich nur 60. Wir nämlich einen Gleiswechsel vornehmen. So, dann können wir zumindest auf 60 aufschalten. So, dann können wir gleich wieder 160 fahren. Sehr, sehr schön. Jetzt auch gleich umspringen, dann können wir zumindest 150 fahren. Genau. Schön, wunderschön. Hört sich irgendwie komisch an. So, 150, wie gesagt. Und da sind wir auch schon fast in Bingerbrück. Da steht wieder eine 218 und wartet auf Ausfahrt.
Schön, dass die auf diesen Strecken unterwegs sind als KI-Verkehr. Ah, wieder ein gegen ICE. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, der erste Halt naht. Bingerbrück, Bahnsteig 102. Bin gespannt, ob wir noch die 200 erreichen. Aber ich glaube es beinahe nicht, weil sie, glaube ich, damals in den 90ern gar nicht 200 fuhren hier, die ICs. Der 103, ich weiß es aber auch nicht genau, ehrlich gesagt. So, schon mal so in die Richtung bremsen. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ach, guck mal, da kommt ein IC1, ICE1 wohlgemerkt. Sind wir in Bingerbrück. Sehr, sehr nice.
Wenn wir mal kurz halten. So, das muss so ein bisschen rollen. Bis zum Ende des Bahnsteigs. Öffnen rechts die Türen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ah, jetzt gehen die Türen auf. Das ist wirklich ein bisschen Verspätung, ehrlich gesagt. Die Türen ja aufgehen. An diesem Steuerwagen. Beziehungsweise an dem ganzen Zug. Ist mir schon aufgefallen. Also sieht man, da kommt ein Regionalexpress. Der hält auch hier. So, dann verschließen wir rechts die Türen. Schließvorgang eingeleitet. So. Guck mal, mit einer 110. Wir lösen die Bremse. Ich bin doch eigentlich hier nur drunter. Mein Gott, ist manchmal nicht so einfach. So, wir lösen die Bremse. So, Moment mal. Wir müssen natürlich hier erstmal von dem Fenster weg. Das funktioniert nicht. So, jetzt aber, ich möchte nämlich einmal sehen, wie wir mit der 101, wie die schiebt, das möchte ich gerne sehen. Wir lösen die Bremse und dann sollte es losgehen. Es funktioniert, sehr schön. Nächster Halt, Boppard. Der RE hat auch Ausfahrt. Wunderbar. Wunderbar. Nicht zu schnell werden. So, 120 immerhin. So, dann fahren wir jetzt zur vorletzten Halt, Boppard.
Schaut euch das doch bitte mal an hier. Einfach traumhaft. Problem sind immer die Bäume. Die sind immer leider. Aber das ist doch einfach nur schön. Wunderschön. So, 120, das ist schon ganz in Ordnung so. Wunderschön, wunderschön. Ich liebe es ja so an dem Rhein vorbeizufahren, es ist einfach traumhaft. Ach, schaut mal, ein EC. Richtig schön. Fünfzig Jahre Intercity. Wunderschön, wunderschön. Das könnten wir doch nehmen, das könnten wir doch nehmen. Jetzt sind keine Bäume, nichts im Weg. Da könnten wir doch glatt ein schönes Foto machen, mitsamt dem Rhein und dem Hintergrund drauf. Das ist doch traumhaft. Das ist doch wunderschön. Traumhaft. Traumhaft. Ein Stück hier noch. So. Einmal das und einmal das. Ach, wunderschön. Wunderschön.
1930. War es sein lassen, gleich wieder 120. Das sind jetzt so ein bisschen die langsamen Fahrstellen hier auf der Strecke. Die kennt man schon. So, ist jetzt aber auch nicht von allzu großer Dauer. Ach, seht mal. Ach, sehr schön. Ach, 140. Das ist doch mal eine schicke Aussicht hier, oder? Wunderschön. Einfach nur traumhaft. So, mal wieder ein bisschen aufschalten hier. Schade, dass es hier keine Sonnenblende oder sowas gibt, so ein Vorhang, den man runterziehen kann. Ah, die 160 kommen wieder. Sehr schön. Kommt wieder was? Das sieht nach einem ICE aus. In Dreier, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, sage ich doch. Das ist schicker KI-Verkehr hier auf jeden Fall. Bunt gemischt. Es gefällt mir sehr, muss ich wirklich sagen. So, gleich 100. Vorbei der schöne Traum mit 160.
So, schauen wir mal, wie lange die 100 jetzt anhalten. Jetzt kommen erst nochmal 90, da war wahrscheinlich wieder ein Gleiswechsel oder Bahnhofsdurchfahrt, irgendwie sowas. Eine Bahnhofsdurchfahrt, wahrscheinlich ein Gleiswechsel. Da kommt eine 110 mit dem RE, dem Dosto Park. Oder wir haben ja einfach eine steile Kurve, dass wir deswegen 90 fahren müssen. Das könnte natürlich auch sein. Doch, ein Gleiswechsel sieht es nicht aus. Ganz schön windig, meine Herren. So, Tunneldurchfahrt. Ist das eigentlich so, dass man vor Tunnel hornt? Ich weiß das nicht. Makro abgibt? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe das mal irgendwo gelesen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, muss ich ehrlich sagen. So, gleich 110. Da sind wir auch schon fast in Boppard. So, hier war ich jetzt mal nicht. Ich glaube, das muss auch nicht vor jedem Tunnel sein. Ich weiß es aber auch nicht. Keine Ahnung, kann ich wirklich nichts zu sagen. Nach wie vor schönes Wetter, schöner Sonnenschein. Deutet jetzt nichts darauf hin, dass es hier irgendwie in nächster Zeit einen Wetterumschwung gibt. Es ist natürlich besonders schön. So, 110.
Ich glaube, das letzte Stück vom Bobfahrt nach Koblenz ist dann wieder so, dass wir da wieder schneller fahren dürfen. Ich meine, das habe ich so in Erinnerung. Bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Ach, gegen ICE, IC, sorry. Und wir haben aber mal wieder ein rotes Signal, das haben wir auch schon lange nicht mehr. Hat sich in dem Moment dann auch erledigt. Sollten die Bremse lösen. Dann macht es mehr Sinn. Ja, Nullstellungszwang wahrscheinlich. So, gleich 100, wieder ein rotes Signal. Ach, ah, wir sind perfekt im Timing. Die lösen sich alle auf. Sehr, sehr schön. Ende, kurz vor dem zweiten Halt, kommen dann noch mal ein paar höhere Geschwindigkeiten. Sehr, sehr schön. Also ich glaube nicht, dass Koblenz gleich noch allzu weit weg ist. Kommt wieder ein ICE 1. Also sehr bunt gemischter KI-Verkehr hier. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ach du Scheiße, ne. Ist denn jetzt kaputt hier?
So. Leute, 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 ey. Die roten Signale sind ja ziemlich heftig. Halleluja, Marie. Leute, langsam wird es echt nicht mehr lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr mit euren roten Signalen hier, das macht keinen Spaß. Wieder rot, das gibt's doch gar nicht, Leute. Oh Mann, bitte wollt rot. So, was sagt jetzt der 500er? Unter welcher Geschwindigkeit sollen wir bleiben? Wieder eine 218.
Und dann sind wir im Bobbad. Sehr, sehr schön. Na komm. Sind wir also im Bopart. Ist aber auch nicht gerade viel los. Ein gut besetzter Zug, sagen wir mal so. Ist ja leer. Sitzt überhaupt niemand drin. Aber das ist auch nur meine Meinung. Komisch. So, Koblenz sage ich ja, ist nicht mehr so weit. So, der letzte Sprung, der letzte Akt im Koblenz Hauptbahnhof. So, und dürfen auch gleich schon wieder ein bisschen schneller fahren, endlich. Nur 20, 140.
Aber wie gesagt, ein richtig schöner, bunt gemischter KI-Verkehr in diesem Szenario. Respekt an den Erbauer Tom Fresco. Wirklich Hut ab. Wirklich ein wunderschönes Szenario. Das kann man nur an dieser Stelle wirklich sagen. Ach, seht mal, mit 363. So, ihr kennt die Strecke natürlich schon. Jetzt sind die Kilometer erst wieder ein bisschen mehr. Dass hier so um die Kurve geht, bevor es dann gleich wieder weniger wird. Und wir haben wieder mal rot. Das ist doch wirklich bescheiden. So, das haben wir dann anscheinend auch schon wieder geschafft, timingmäßig. Da kommt das nächste. So, befreien. Ach Leute. Euch mal entscheiden jetzt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da sind wir jemanden wieder sehr auf den Fersen anscheinend.
Ja, ich glaube, es bringt jetzt auch nichts mehr auf 140 zu beschleunigen. Erstens haben wir nicht mehr viel Wegstrecke. Zweitens kommen uns na alle Nase lang irgendwelche rote Signale entgegen, sodass das jetzt eigentlich nichts mehr bringt. Sind dann sowieso ständig abbremsen, das hat einfach keinen Wert mehr. Wunderschön, wunderschön. Wieder mal Güterzug. Mit einer Vectron vorne dran. Nee, doch nicht. Diesmal eine 187 oder sowas dürfte das gewesen sein. So, das können wir schon mal aufs Bremsen vorbereiten. So, immerhin schon mal unter 85. Equid hier müssen hier. Und da können wir hier die Bremskurve gehen. Nicht ein halbzeigendes Signal vor uns. Und da müssen wir sowieso unter 45 sein. Kommst du bitte unter 45? Da wollte die Lokbremse nicht so wirklich. Ich habe die gesehen. Was sehen wir? Da steht eine abgestellte 103 und ein IC1 in Warteschlange. Sehr, sehr nice. Und eine Quietschi steht rechts noch. So, willkommen in Koblenz. Anderthalb Stunden haben wir jetzt bei der Wura. Eine Stunde 17.
So, wir öffnen abermals rechts die Türen. Und dann war's das hier. Das war unsere Fahrt von Mainz Hauptbahnhof über Bingerbrück und Boppard bis nach Koblenz Hauptbahnhof mit dem Repaint 50 Jahre Intercity auf dem Steuerwagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis auf die Zwänge am Anfang durch die Sifa haben wir es doch eigentlich relativ problemlos hierher geschafft, würde ich sagen. Das war ein wunderschönes Szenario. Das erste Szenario aus dem Creators Club mit dem neuen Fahrzeug-DLC Expert IC1 Steuerwagen samt BR101 Expert. Mir hat es sehr gefallen. Vielen Dank an Tom Fresco, der für dieses Szenario zuständig ist. Und ja, das hat riesen Spaß gemacht, kann ich nur sagen. Sollte die Tür noch verschließen. Ja, Kollege, ich weiß nicht, was du da machst, aber nichts Gutes. So, das war's auf jeden Fall. IC 1912 Norddeich-Mole. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Habt noch einen schönen Sonntag, beziehungsweise gar nicht. Schönes Wochenende. Es ist erstmal Samstag bald in einer Stunde. Wenn ihr dieses Video seht, haben wir es bereits Samstag. Ja, ich wünsche euch, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Habt eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Didi Spieters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss. Ach, seht mal, diese Summer Community Challenge 3 haben wir auch geschafft. Da können wir mal kurz reinschauen. Das ist diese hier, die Community-Herausforderung Summer Community Challenge 3, ein Tag verbleibend. Wir haben es geschafft, voll gemacht. Vor dem Juli 28 sollen wir das vor. Aber warum steht dann da ein Tag verbleibend? Naja, lassen wir das. Auf jeden Fall haben wir das soweit geschafft. Und wie gesagt, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Passt auf euch auf. Habt ein schönes Wochenende. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Bye, bye.